Das ist der Tom. Denn Tom ist meistens langweilig. Tom würde furchtbar gerne beim Zirkus arbeiten. Und deshalb ist er auch heute dorthin unterwegs. Nachdem Tom sein Auto wieder mal ganz geschickt eingeparkt hat, macht er sich auf den Weg zum Zirkuszelt. Heute wird bestimmt mein großer Tag. Ich kann die jubelnden Leute schon förmlich hören. Ich werde bestimmt der beste Dompteur in ganz Wien. Als Tom bei den Tiergehegen vorbeikommt und ihn ein Löwe böse anbrüllt, fällt Tom wieder ein, was für eine furchtbare Angst er eigentlich vor wilden Tieren hat. Oje, oje, oje. Hoffentlich mag mich der Löwe irgendwann. Nervös pfeifend geht er schnurstracks weiter, sichtlich weißer im Gesicht als vorhin. Als Herr Tör den Eingang des Zeltes betritt, bekommt er plötzlich ganz große leuchtende Augen. Die fröhlichen Popcornverkäufer und lachende Kinder bringen wieder etwas Farbe in Tör Toms Gesicht. Popcorn, wer will frische Popcorn? Popcorn, wer will Popcorn? Popcorn. Als Tom das Hauptzelt betritt, sieht er schon den Direktor, der wild mit den Händen fuchtelnd Anweisungen an seine Artisten gibt. Grüezi man, mein Name ist Tör Tom, und ich bewerbe mich hier und jetzt als der neue und unvergleichliche Tom Tör. Naja, eigentlich suchen wir gar keinen Dompteur, aber heute Morgen ist dem guten alten Herrn Friesmanet ein, naja, sagen wir mal, kleiner Unfall passiert. Kommst du eh gerade richtig? Geh mal am besten in mein Büro. Mit erhobenem Haupte geht Tom mit dem Direktor die Stiegen zu seinem Büro hoch und hin auf einem Sofaplatz. Na gut, Herr Tör, wie haben Sie nicht das so vorgestellt mit den Katzel? Ich meine, Dompteur, wissen Sie, das ist nicht so einfach, gell? Haben schon mal was gemacht oder sind Sie ein dompteurisches Nackerpatzel? Also eigentlich arbeite ich ja nur mit Kaninchen und Ponys. Denn alle anderen Tiere sind mir ein bisschen unsympathisch. Besonders der Löwe am Eingang. Ich meine, der Löwe nun ja, scheint mir doch ein bisschen... Naja, nehmen wir es rüpelhaft. Der Direktor schaut Tom mit großen, verdutzten Augen an und sagt: Na gut. Aber ich glaube, wir finden schon was für Sie. Ja, da fällt mir schon was ein. Geh, kommen Sie mal mit. Kommen Sie. Tör Tom betritt voller Begeisterung einen dunklen Raum und hört nur noch, wie die Türe zufällt und der Direktor laut lachend meint: So, Herr Tör. Na, dann verleihen wir ihrem Hochmut einmal ein paar Flügel. Zünd mal die dicke Bertha. Und gehen wir. Abflug! Als Tom sehr sanft mitten in der Manege landet und hunderte Menschen ihm zujubeln, wird ihm plötzlich bewusst, was er wirklich vom Leben will. Und bald darauf ist er schon weltbekannt als Top Tom, die törichte Kanonenkugel.